Unter Gasabsorption versteht man die Aufnahme einer Komponente aus der Gasphase in das Innere einer Flüssigphase. Nicht zu verwechseln mit der Adsorption. Hier geht es um die Anreicherung einer Komponente auf der Oberfläche eines Adsorptionsmodells. Für die Absorption gilt im Idealfall das Henrysche Gesetz. Das bedeutet die Konzentration des Gases in der Gasphase, dividiert durch die Konzentration des Gases in der Flüssigphase, ist eine Konstante, nämlich die Henry-Konstante. Wir haben folgende Verhältnisse. Wir haben 5 Liter Luft, wir haben 5 Liter Wasser, die beiden stehen im Gleichgewicht. Die Henry-Konstanten von Stickstoff und Sauerstoff sind gegeben. Wir sollen berechnen, wie viel Sauerstoff in der flüssigen Phase sich befindet. Wir schauen uns die Absorptionsisotherme von Sauerstoff an, mal 25 Grad. Steigung dieser Isotherme ist 4,4 Gigapascal. Sauerstoffgehalt der Luft entspricht 0,21 bar, was den Partialdruck angeht. Hier ist das Henrysche Gesetz. Wir lösen es auf nach x, nach dem Stoffmengenanteil vom Sauerstoff in der Flüssigphase und erhalten 21 kPa durch 4,4 kPa sind 4,77 ppm. Das bedeutet, von 1.000.000 Teilchen in der Flüssigphase sind etwa 5 Teilchen Sauerstoff. Wir können uns diese 4,77 ppm noch etwas verdeutlichen, wenn wir uns vorstellen, dass die Stoffmenge von Wasser in den 5 Litern etwa 277,8 mol beträgt. Und dann können wir die Stoffmenge von Sauerstoff in diesen 5 Litern ausrechnen. Einfach 277,8 mal den 4,77 ppm. Es ergeben sich 1,3 Millimol. In diesen 5 Litern Wasser sind 1,3 Millimol Sauerstoff enthalten. Das entspricht etwa 33 Milliliter.